Deutschland unterstützt die Ukraine in ihrem Kampf gegen Russland mit schweren Waffen. Flugabwehrpanzer und schlagkräftige Artilleriegeschütze sind bereits im Einsatz. Marder-Schützenpanzer sollen in Kürze folgen. Beim Kampfpanzer Leopard zögert die Bundesregierung noch. Der Gepard-Flugabwehrpanzer ist bei der Bundeswehr inzwischen ausgemustert. Er gilt im Ukraine-Krieg jedoch als wichtige Waffe im Kampf gegen russische Angriffe aus der Luft. 30 Gepard-Panzer sind seit Mitte September in der Ukraine im Einsatz. Wegen der hohen Feuerrate der beiden Flugabwehrkanonen wird jedoch die Munition knapp. Die Panzerhaubitze 2000 wurde dafür entwickelt, den eigenen Soldaten im Gefecht auch aus größerer Entfernung Feuerunterstützung zu geben. Sie gilt als eines der modernsten mobilen Artilleriegeschütze der Welt. Das schwere 155 mm Geschütz ist auf einem Panzergestell montiert. Es hat eine Reichweite von bis zu 40 Kilometern. Inzwischen sind 14 Exemplare an die Ukraine geliefert. Schützenpanzer wie der Marder bringen Soldaten ins Kampfgeschehen. Sie gelten nicht als Kampfpanzer, sind aber ebenfalls an vorderster Front im Einsatz und bieten annähernd so guten Schutz. Im Gegensatz zu einem Kampfpanzer wie dem Leopard ist der Marder leichter bewaffnet, mit einer 20 mm Maschinenkanone. Der Marder kann auch mit einer Lenkwaffe ausgerüstet werden. Nach monatelangem Zögern liefert Deutschland etwa 40 Marder-Schützenpanzer an die Ukraine. Der Leopard ist im Gegensatz zu anderen Kettenfahrzeugen schwerer bewaffnet, in der modernsten Version mit einer 120 mm Kanone. Die neueste Version ist mehr als 60 Tonnen schwer, hat eine Schussweite von bis zu 5000 Metern und wird maximal 63 Stundenkilometer schnell. Bei der Lieferung von Kampfpanzern vom Typ Leopard an die Ukraine zögert die Bundesregierung bisher. Ältere Leopard 2 Modelle hat Deutschland im Ukraine-Konflikt allerdings bereits für sogenannte Ringtausche mit osteuropäischen NATO-Partnern genutzt. Sie bekommen ausgemusterte Leopardpanzer aus Industriebeständen, nachdem sie der Ukraine Kampf- und Schützenpanzer sowjetischer Bauart geliefert haben.